Hallo zusammen, Maya 3007 hier. Und herzlich willkommen zu meiner Rezension von Hambacher Frühling von Harald Schneider. Der mittlerweile 15. Fall für Rainer Palzki. Wie man am Titel und auch am Cover erkennen kann, spielt dieser Krimi großenteils auf dem Hambacher Schloss. Denn dorthin wird Palzki von seinem nervigen Chef Klaus-Pierre Diefenbach oder kurz KPD geschickt, um an einer Wochenendtagung teilzunehmen. Kaum auf dem Schloss angekommen, wird Palzki für mit Diefenbach verwechselt und beschließt daraufhin, den Ruf seines ungeliebten Chefs ein für allemal komplett zu ruinieren. Zu Palzkis großer Freude, natürlich in Anführungszeichen, ist auch der dauernde Student und Krimi-Autor Dietmar Becker wieder mit von der Partie. Doch Palzki hat kaum Zeit, sich darüber zu ärgern, denn es geschehen seltsame Vorfälle auf dem Schloss. Und es dauert auch nicht lange, bis ein Mord geschieht. Palzki ist also mal wieder mittendrin in den Ermittlungen. Und als dann durch ein größeres Unwetter die Zufahrtsstraße zum Hambacher Schloss blockiert wird, ist er auch komplett auf sich alleine gestellt. Das heißt nicht ganz. Dem Bäcker nützt natürlich die Gelegenheit, sich mal wieder in die Ermittlungen einzumischen. Und auch das Erscheinen des Notarztes Dr. Metzger lässt nicht lange auf sich warten. Da gab es auch wieder ein paar sehr skurrile Szenen mit dem Kerl. Doch diesmal ist, so scheint es, der Student Bäcker in großer Gefahr. Denn er ist fest davon überzeugt, dass alle Anschläge und Vorfälle auf dem Schloss ihm gewidmet waren. Palzki kann nicht so recht daran glauben. Zu Recht? Oder hat es wirklich jemand auf Bäcker abgesehen? Das dürft ihr selber lesen. Was mir gut gefallen hat an diesem Buch, zwar wie auch im Vorgängerband, es ist recht schön bebildert. Hier zum Beispiel. Es hat mir gut gefallen, dass von einigen Schauorten auch Fotos abgedruckt waren. Da konnte man sich noch besser in die Story hineinversetzen, finde ich. Aber was mir diesmal nicht gefallen hat, war das Ende, ganz ehrlich gesagt. Man muss wissen, Palzkis, das sind ziemlich skurrile Krimis, sage ich jetzt mal. Bisschen anders geschrieben als so normale Krimis. Diese Skurrilitäten mag ich eigentlich am Palzki, aber in diesem Fall war es mir too much, ganz ehrlich gesagt. Das war meines Erachtens zu viel des Guten. Dem Ende musste ich ganz schön mit dem Kopf schütteln. Aber alles in allem wieder mal ein sehr schöner Palzki-Krimi. 4 von 5 möglichen Sternen gibt es von mir für dieses Buch. Ich möchte mich auch nochmal beim Gmeiner Verlag bedanken, da ich das Buch als Rezensionsexemplar bekommen habe. Und was mich an diesem Buch am meisten gefreut hat und warum ich mich so ewig drauf gefreut habe, hat einen ganz besonderen Grund. Denn Herr Schneider arbeitet sehr viel mit Lebensrollen. Denn einen großen Teil der Personen, die in diesem Buch vorkommen, gibt es auch im echten Leben. Man konnte sich zum Beispiel über einen Newsletter bei Herrn Schneider für eine Lebensrolle in diesem Buch bewerben. Das habe ich vor, ich glaube, 1,5 Jahre oder was, 2 Mal gemacht oder einem guten Jahr, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau. Ich habe es mal gemacht. Und kurz darauf kam eine E-Mail von Herrn Schneider, ich bin dabei. Ja, es gibt in diesem Buch wirklich einen bayerischen Tagplatzwächter namens Daniel Meyer, der dem Kommissar die Auffahrt zum Hambacher Schloss verwehrt. Ich dürfte meine Dialoge selbst ins Bayerische übersetzen. Das ist auch sehr witzig. Denn der Kommissar hat dann größte Schwierigkeiten, den bayerischen Dialekt dieses Parkplatzwächters zu verstehen. Ich in einem Krimi. Das ist immer noch so cool. Ich möchte mich auch jetzt ganz, ganz herzlich bei Herrn Schneider an dieser Stelle bedanken, dass ich diese Chance bekommen habe. Vielen lieben Dank, dass ich diese Rolle übernehmen durfte. Der Hambacher Frühling von Harald Schneider. Es kommt ja in diesem Jahr noch ein Rainer Palzki raus, den werde ich mir dann auf jeden Fall auch wieder besorgen. Also, mit dieser Rezension war es das jetzt. Bleibt dran, denn gleich geht's mit dem nächsten Video weiter. Maya 3007.